So, das ist das Buch. Eine Begut Bildung al-Arabia. Al-Mughaffal wal-Khabith. Das ist Sahyan und Darian. Okay, Sahyan und Darian. Sahyan und Darian. Okay, gut. Sehr gut. Okay, so. Erste Page. Kan ja makan. في زمن الأمان رجلاً واحد مغفل اسمه سهيان والثاني خبيث اسمه دريان وكان هذان الرجلان شريكين في تجارة القماش المصبوغ فكانا يسافران على حمارين من مدينة إلى مدينة يبيعان القماش Es waren einmal zwei Männer. Der eine hieß Sahayan und war einfältig. Einfältig heißt so ein bisschen dumm. Der andere hieß Darian und war böse. Die beiden Männer trieben zusammen Handel mit bunt gefärbten Tüchern. Auf zwei Eseln ritten sie von Stadt zu Stadt, um dort ihre Waren auf den Plätzen und Märkten feilzubieten. وحين كانا يصلان إلى ساحة مدينة ما كانت الصبايا تتجمع حولهما لشراء أجمل القماش المصبوغ بالألوان الجميلة الأحمر والأصفر والأزرق والبرتقالي. Kaum waren sie in einer Stadt angekommen, scharten sich bald Frauen und Mädchen um die beiden Händler, um ihre farbenprächtigen Stoffe, rot, gelb, blau und orange, zu kaufen. Gut. كان التاجران سهيان ودريان سعيدين جدا بالأرباح التي كانا يكسبانها كل يوم من هذه التجارة. وبعدما كسبا الكثير من الأموال قررا التوقف عن العمل والعودة إلى ديارهما قال سهيان هيا نتقاسم الأموال النصف لك والنصف لي فأجابه دريان إن تقاسمنا كل الأموال الآن فسوف ننفقها بسرعة ما رأيك أن نأخذ مبلغا قليلا منها الآن ونضع الباقي في صندوق ندفنه تحت شجرة الصنوبر الكبيرة هكذا نذهب إلى الشجرة معا كلما احتجنا إلى المزيد من المال فكرتك ممتازة أجاب سهيان Sahyan und Darian, die beiden Händler, waren über das viele Geld, das sie Tag ein, Tag aus ihrem Handel einnahmen, hoch erfreut. Nachdem sie genug Geld verdient hatten, beschlossen sie, mit der Arbeit aufzuhören und nach Hause zurückzukehren. Da schlug Sahyan seinem Gefährten Darian vor, die Gewinne hälftig zu teilen. Er sagte, lass uns das Geld teilen. Eine Hälfte ist für dich, die andere Hälfte ist für mich. Darian erwiderte besserwisserisch, wenn wir das ganze Vermögen jetzt teilen, geben wir es viel zu schnell aus. Was hältst du davon, wenn wir erst einmal nur einen kleinen Teil nehmen und den Rest in eine Schatulle, also in ein Kästchen, unter dem großen Zedernbaum vergraben? Und wenn wir mehr Geld brauchen, können wir gemeinsam zu dem Baum gehen und das Geld holen. Da sagte Sahyan, Potzblitz, ein guter Gedanke. It was a long one. قصد الرجلان الشجرة حفرا حفرة كبيرة ووضعا فيها صندوق الأموال ثم سويا التراب كما كان. في عتمة الليل بعدما كان سهيان قد عاد إلى داره وغرق في النوم ذهب دريان إلى الشجرة فتح الحفرة وأخذ الصندوق بعدها سوى التراب كما كان
وذهب راكضا إلى بيته. So eilten die beiden Männer zu dem großen Zedernbaum, hoben ein tiefes Loch aus und ließen die Schatulle mit dem übrigen Geld hinunter. Dann bedeckten sie das Loch wieder mit Erde und beseitigten alle Spuren. Als die Dunkelheit hereinbrach, Sahajan nach Hause ging und einen tiefen Schlaf versank, kehrte Dayan zum Baum zurück, grub das Loch wieder aus, holte die Schatulle hervor, verschloss das Loch wieder und eilte geschwind nach Hause zurück. بعد يومين قصد دريان بيت سهيان. هيا بنا إلى مكان الشجرة. أنا بحاجة إلى المال. انتعل سهيان حذاءه على عجل ولحق بدريان. حين وصلا إلى الشجرة حفرا مكان الصندوق وطبعا لم يجدا شيئا في الحفرة. يا محتال، لقد غافلتني وسرقت صندوق أموالنا، صرخ دريان. فأجاب سهيان: لا والله لم أفعل، أنا مندهش مثلك، أنت لص كبير، هيا معي إلى القاضي، سوف تنال جزاءك منه. أضاف دريان الخبيث. Zwei Tage später suchte Dayan Sayan auf. Lass uns, mein Freund, zum Baum gehen. Ich brauche etwas Geld, sagte er und machte sich gleich auf den Weg. Schnell schlüpfte Sayan in seine Schuhe und lief Dayan hinterher. Als sie am Baum ankamen, öffneten sie das Loch. Doch natürlich lag keine Schatulle mehr darin. Da schrie Dayan verschlagen: Du Gauner, du hast mich betrogen, du hast das Geld gestohlen. Nein, niemals, ich schwöre bei Allah, dass ich das nicht getan habe. Ich bin genauso überrascht wie du, sagte Sayan mit betrübter Stimme. Ein böser Dieb bist du. Los, komm mit mir zum Richter. Er wird dir die Strafe verpassen, die du verdienst, brüllte der hinterlistige Dayan. يا قاضينا، لقد سرق شريكي في التجارة صندوق أموال كنا قد دفناه سويا تحت شجرة الصنوبر الكبيرة، قال دريان. والله لم أفعل، قال سهيان. فسأل القاضي: وهل هناك من يشهد أنه هو سارق الصندوق؟ طبعا الشجرة، أجاب دريان. وكيف للشجرة أن ترى؟ سأل القاضي مستغربا. نلتقي غدا عند الشجرة وسوف تسمع شهادتها بنفسك، قال دريان. Herr Richter, mein Geschäftspartner hat die Schatulle samt dem Geld, das wir Gemeinschaft erwirtschaftet haben, unter dem großen Zedernbaum vergraben haben, gestohlen, rief Dayan dem Richter scheinheilig zu. Bei Gott, das habe ich nie getan, sagte Sayan verzweifelt. Da fragte der Richter: Hast du Zeugen, die bestätigen können, dass er die Schatulle gestohlen hat? Aber natürlich, Herr Richter, der Baum ist mein Zeuge, antwortete Sayan. Kann denn der Baum nun sehen und sprechen? Fragte der Richter erstaunt. Finden wir uns morgen unter dem Baum ein, Herr Richter. Dann werden Sie das Zeugnis des Baumes selbst hören, entgegnete Dayan arrogant. ذلك المساء عاد دريان إلى بيته وسرد على أبيه حكاية الصندوق ثم قال: أرجوك يا أبي اذهب غدا إلى شجرة الصنوبر واختبئ بين أغصانها وحين يسأل القاضي عن السارق تجيبه أنت بأن سهيان هو الفاعل. An jenem Abend kehrte Dayan nach Hause zurück, erzählte seinem Vater von der Geschichte mit der Geldschatulle, dem Richter und dem Baum als Zeuge. Er sprach: Bitte, Vater, geh morgen zum Zedernbaum und versteck dich oben in den Ästen. Und wenn der Richter fragt,
wer der Dieb ist, antwortest du, Sayan ist der Täter. في صباح اليوم التالي اجتمع القاضي والمغفل والخبيث حول الشجرة فسأل القاضي الشجرة يا شجرة من سارق صندوق الأموال فجاء الصوت من الشجرة سهيان هو السارق لا والله يا قاضينا لم أفعل اصبر قليلا يا رجل قال القاضي لسهيان وادعى أنه مستغرب جدا مما سمع فدار حول الشجرة دورتين ثم قال هذه شجرة عجيبة كيف لها أن تتكلم يجب حرقها على الفور. Am nächsten Tag machte sich der Richter mit allen Beteiligten auf den Weg zum Zedernbaum. Als sie dort ankam, sprach der Richter: Sag uns, du Baum, wer den Schatz gestohlen hat. Sayan ist der Dieb, antwortete eine Stimme aus den Baumwipfeln. Herr Richter, ich schwöre bei Gott, ich habe es nicht getan, entgegnete der verwirrte Sayan mit gebrochener Stimme. Nun hab etwas Geduld, herrschte der Richter Sayan an. Der Richter tat so, als wäre er von der Stimme sehr überrascht gewesen, ging zweimal um den Baum herum. Hm, welch wundersamer Baum! Ein Baum, der sprechen kann. Der Baum muss sofort verbrannt werden. لا يا قاضينا لا لم يهتم القاضي باعتراض دريان وادعى أنه يشعل الحريق في الشجرة فصرخ أبو دريان من بين الأغصان العالية أرجوك يا قاضينا لا تشعل الحريق أرجوك أنا هنا في أعلى الشجرة وهكذا كشفت حيلة دريان وأبيه فقبض عليهما القاضي ووضعهما في السجن أما صندوق الأموال فأعيد إلى سهيان وقال له القاضي هذا المال من حقك أنت افعل به ما شئت. Bitte nicht, Herr Richter, bitte, flehte Dayan den Richter unterwürfig an. Doch der Richter beachtete Dayan gar nicht und tat so, als würde er den Baum anzünden. Plötzlich schrie Dayans Vater aus seinem Versteck vom Baum herab. Bitte, Herr Richter, bitte nicht. Sie dürfen den Baum nicht verbrennen. Ich bin hier oben im Baum. Und so wurden die Intrigen Dayans und seines Vaters entlarvt. Der Richter ließ beide augenblicklich verhaften und ins Gaunergefängnis bringen. Den Schatz bekam Sayan, dem der Richter sagte, dieses Geld steht von nun an dir zu. Fange damit an, was du willst. فعاد سهيان إلى تجارة الأقمشة الملونة وعاد يسافر على حماره من مدينة إلى مدينة يبيع القماش المصبوغ في الساحات وفي الأسواق حتى أصبح من أغنى التجار وما عاد يسمى بالمغفل أبدا. Da dankte Sayan dem Richter und nahm wieder seinen Handel mit den bunten Stoffen auf. Er ritt wieder mit seinem Esel von Stadt zu Stadt und bot prächtige bunte Stoffe auf den Plätzen und Märkten feil. Man erzählt, er sei einer der reichsten Händler geworden und seitdem nannte ihn keiner mehr den Einfältigen. Das war das Märchen. Thank you. Dankeschön, Dankeschön. Wie findet ihr die Geschichte? Toll. Ah, ist gut? Ja. Ja, gut, excellent. Was kann man von dieser Geschichte verstehen? Wo ist die Philosophie? Bitte. Mm. Macht nicht. Ach, ja. Man muss teilen. Ja, man muss teilen. Ja, das ist sehr wichtig. Was noch, was ist wichtig ist?
Noch, bitte? Dass man nicht lügen. Das stimmt.